Der Auto 54 und 55 da. Finde ich ein blöder Spruch, ja? Und gemischt. Der Junge zwischen den Alten. Er kommt am Arbeitender. Er kommt den ersten Arbeitender. Wenn er sieht, für den Eis. Du musst vergessen. Ein falscher Häuptling, der unser Volk für Feuerwasser verriet. Unsere getöteten Brüder werden mit Stolz auf die Krieger der Siox-Ogelanger herabblicken. Nehmt das Gewehr, aber lasst mich gehen. Das ist nicht gerecht. Schweig! Was verstehen die Bleichgesichter schon von Gerechtigkeit? Seid nicht ihr es, die unser Land nehmen? Unsere Büffel töten? Ja, Mokassin, du bist blind, verzahnt. Was weißt du schon, du Hund? Suja! Nein, 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 das könnt ihr nicht machen, das ist alles, was... Hört! Krieger der Siox-Ogelala! Manitou hat uns diesen Sieg geschenkt. Nein. Doch das ist erst der Anfang. Schaff dieses Bleichgesicht in unser Lager. Hau! Dieser Ort ist uns heilig. Die Geister gefallener Shoshonen irren hier umher. Bleichgesichter werden nicht geduldet. Ich störe nur ungern, Herr Häuptling. Aber wir geben uns... Ihr habt ja so recht. Das hier ist euer Land. Wir konnten ja nicht ahnen, dass der Boden hier heilig ist. Aber wir erwarten schon ein gerechtes Urteil, ne? Der Rat der... Unangenehm! Ganz unangenehm! Hier wieder rauskommen. Eine verzwickte Lage, Dicker. Aber ich denke, dass man uns mittlerweile schon vermissen wird. Schließlich gibt es ja noch andere Westmänner. Besser als du einer bist. Solange es nicht, dann könnte ich schon wieder. Ruhe, du hast uns hier reingeritten, Mann. Au. Folgt der Shoshone. Hört mich an. Diese beiden Bleichgesichter sind in unser Land eingedrungen und haben unseren heiligen Ort entweiht. Sie kamen geradewegs aus dem Gebiet der Siox-Ogelala. Und tapferer Büffel vermutet daher, dass sie gemeinsame Sache mit ihnen machen. Vater, was soll das? Was haben die Weißen getan? Höre, Tochter, in dir fließt das Blut vieler tapferer Krieger. Tapferer Büffel weiß, dass du die Kunst des Jagens beherrschst. Doch nun, lerne die Kunst des Krieges. Sie sind unsere Gefangenen. Und die Martha wird ihre Zunge lösen. Tapke! Vater, nein, das ist meine Welt! Schweig! Wie kannst du es wagen, dem Häuptling der Shoshone Befehle zu erteilen? Der Rat der Ältesten wird morgen über euer Schicksal entscheiden. Rufen wir unsere Ahnen mit dem Tanz der Entscheidung. Hau! Steht mal was, halt so.
Geister befinden sich auf unserem Land. Aber wir haben euch doch nichts getan. Wir sind hier. Schweigen! Keine Squaw wagte seinen Häuptling anzusprechen. Steuern den Frieden der weißen Sieger. Man weiß genau, wann er kommt und geht. Man weiß, wie hoch er steigt. Er bricht heraus und heißere Qualen erleidet jeder, der in seiner Nähe ist. Nein! Martin! Vater! Nehmt mich anstelle der beiden! Vater! Nein! Du! Der ist zusammen mit Vokane raus auf der Häuptlinge geopfert. Und nun sieh zu, wie dein Sohn stirbt. Bete zu den Göttern, denn gleich wird sich das Maul der Hölle für uns öffnen. Ja! Yeah. Die Feuerwerke stehen. Davon? Tausende Bisons lebten dort. Es war das glücklichste Land weit und breit. Der Häuptling führte die Weißen zu seinen Zelten und die Weißen. Bismord, so heißt es, sondern auch heute schreien und sich finden vor Schmerzen. Also, eine Sage oder Legende? Eben das, wie ihr wollt, lieber Jimmy. Aber steckt nicht hinter jeder Sage ein Körnchen Wahrheit? Meine roten Brüder glauben an diese Geschichte. Vater! Manitou ist erzürnt! Hier steht Bokade und Häuptling Daphra Büffel. Ergebt euch und ihr könnt seinen Frauen und Kindern zurückkehren. Niemand muss hier sterben. Sie nicht weit.
die Altini-Pyrotechnik mit Ulrich von Hopp und Thomas Winter. Unsere Marketing-Direktorin Daniela Riegel, Action-Stunt, Choreografie, Ivica Strafkovic, danke Winnetou. Für unsere Waffen und Pferde zuständig, Laura Sink. Shiva immer versucht, ganz knapp über dem Boden zu fliegen. Also nicht, wie man das von anderen Raubvögeln kennt, die hoch in den Lüften kreisen. Also Wüstenbusarde fliegen immer ganz dicht über den Boden. Warum ist das so? Wüstenbusarde, unsere Habichte oder Magnet. Genau, drüber.
Das ist wieder ein wunderschönes Beispiel für die Arbeit mit Tieren. Und da ist es völlig egal, ob man einen Hund dressiert oder ein Meerschweinchen, ob man mit einem großen Pferd arbeitet, mit einem Elefanten oder vielleicht mit einem Raubvögel. Am Ende des Tages ist man immer auf die Mitarbeit des Tieres angewiesen. Und jetzt hat es geklappt. Hat euch das gefallen? Voller Erwartung da. Du, ich will mit allen Hasen verlangen, okay? Ich würde jetzt eh schon wieder. Schön, der Wahnsinn. Ich krieg $50,000 für dich. Da muss ich ihn kommen, braucht ihn. Ab sofort nicht mehr Sauna, setz dich in den Kühlschrank. Wirklich? Ja, Warte, kann ich ab. Das heißt aber bitte. Ach so. Ja, das ist cool.
Was? Schau mal. Mein Gott. Nein. Die Frau, das bin ich ja gerade. Hast du gerade noch nie gelassen? Ja. 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 Jetzt können wir wieder mit dem Freitag.
Aber sowas kann natürlich passieren. Gebt ihr eine zweite Chance. Schwierig genug wäre, würde das nicht nur am Rücken des Pferdes machen. Viel Spaß! Burns, burns, burns.
on a boogie. Hey, get down, turn around, go to town, put a good boogie. Also, wenn unser Falkner jetzt mit dem Vogel noch ein bisschen Gassi geht in Richtung Haupteingang hinunter, wird er versuchen, die Schieber noch beim Salon unter dem Balkon über unsere Gäste fliegen zu lassen, wird hier noch sein kleines Training on the way sozusagen abhalten und am Ende der Main Street vorne beim Haupteingang stehen er und Schieber euch auch zur Verfügung für Fotos, für Fragen, aber wie gesagt, nicht von hinten anschleichen, auf gar keinen Fall hingreifen, es sei denn, ihr möchtet den ein oder anderen Finger vielleicht verlieren. Großen Applaus für Josef und seine Schieber!
Und wie gesagt, wer möchte, kann ihn jetzt gerne noch begleiten auf seinem Weg vorne zum Haupteingang beim Gassi-Fliegen sozusagen. Und ich darf euch noch sagen, die nächste große Show auf unserer Karl-May-Bühne ist dann heute um 15 Uhr. Unsere Best of the West Show mit unserem Trickreiter aus Kasachstan und unseren indianischen Tänzen. Lasst euch das gar nicht auf. Team Karikov, die leitet sie gerne mit eurem Applaus aus der Arena. Dementsprechend tonen sie am besten und am spektakulärsten mit ihrer traditionellen Musik aus Kasachstan und mit eurem Applaus. Auf geht's! Thank you.
weiter mit seinen Requisiten raus. Es sind Tücher und mit denen hat er einen ganz besonderen Trick vor. Ich möchte nicht zu viel verraten, nur eines sei gesagt. Alles, was man hier auf unserer Karl-May-Bühne fallen lässt, das muss auch wieder aufgehoben werden. Viel Spaß! Es ist einmal schief gelaufen. So was kann natürlich passieren. Gebt ihr eine zweite Chance. Es dafür verwenden, dass er sich nun die Augen verbindet und im Blindflug hier seine Runden durch die Arena dreht. Als ob das nicht schwierig genug wäre, würde das nicht nur am Rücken des Pferdes machen. Viel Spaß! Die große Show hier auf der Karl-May-Bühne von Pullman City. Aber das ist natürlich noch lange nicht alles. We'll be right back.
von denen. Up in Chicago on a sunny summer day.
Come.